gleich. Viermal hat Esjan Alioski in den letzten beiden Partien getroffen. In der Torschützenliste fehlen ihm darum auch nur noch 4 Tore auf ihn, den verletzten IB-Stürmer Guillaume Ouarou. In dessen Heimstadion, im Stade de Suisse, hat Alioski bereits beim Lugano-Sieg in der Hinrunde ein Tor erzielt. Und hier trifft er auch heute, und zwar schon in der 6. Minute. Sadiku mit der Vorlage, aber wer lenkt den Ball wirklich ins Netz? Ist es Lugano-Stürmer Alioski oder IB-Verteidiger von Bergen? Ganz klar, ich. Also, es ist, mit dem von Bergen konnte ich gar nicht berühren, weil ich ganz wenig vor ihm war. Und das war mein erstes Goal mit dem rechten Fuß. Darum fehlen jetzt nur noch 3 Tore an die Spitze der Torschützenliste. In der Folge fehlt Lugano aber der Mut, weiter nach vorne zu spielen. Darum kommen die Berner besser ins Spiel. Michael Frey mit einer ersten Möglichkeit. Die zweite hat Miralem Suleimani nach 20 Minuten. Und die dritte hat wieder Michael Frey. Aber wieder ist es kein Tor. Sulmoni, als wäre er eine Leihgabe des HC Lugano, wie ein Eishockeyspieler, wirft er sich in diesen Schuss. Lugano fast nie in der Offensive, aber doch immer gefährlich. Dank der 2 Topstürmer. Der eine, der heißt Alioski, der andere Sadiku. Und der trifft in der 38. Minute nur den Pfosten. Bemerkenswert, Torschützenkönig Aspirant Alioski spielt trotz Aussicht auf seinen nächsten Treffer den Pass. Dass der gebürtige Mazedonier diesen nächsten Treffer aber unbedingt will, zeigt er nur eine Minute später. Schuss statt Flanke. Und dieser Schuss, der hätte ganz genau gepasst. Ganz genau gleich wie in der ersten starten die Tessiner in die zweite Halbzeit. Richtig entschlossen. Mariani direkt auf Sadiku. Tatsächlich das 0:2. Gespielt in Halbzeit 2 sind erst wieder 9 Minuten. Nach Alioski trifft also auch Sadiku. Da wäre doch jetzt wieder der Alioski an der Reihe. Und der hat nur 4 Minuten später tatsächlich diese Chance. Mvogo aber ganz stark. Weniger, viel weniger stark in dieser zweiten Halbzeit die restlichen Berner. Erst nach 20 Minuten hat Suleimani diese Chance und Frey ein Déjà-vu. Wieder trifft er nicht das Tor, sondern nur Lugano-Verteidiger Sulmoni. Ja, dieser Fulvio Sulmoni, dieser Eishockeyspieler in Fußballkleidern, er wirft sich auch in Zacharias Schuss, wünscht sich dann aber doch, einen Helm getragen zu haben. Zutragen tut sich dann nicht mehr viel. Bis 10 Minuten vor Schluss Sadiku plötzlich völlig alleine vor Unvogo auftaucht. Aber an diesem scheitert. Es ist tatsächlich kein Offside. Hier startet Sadiku auf gleicher Höhe wie von Bergen. Noch 4 Minuten. Noch einmal Ibe, Abischer. Doch noch das 1:2. Michel Abischer, der Lehrling auf der IB-Geschäftsstelle, schießt sein erstes Tor in der Super League. Das einzige der Berner an diesem Nachmittag. Lugano gewinnt auswärts mit 1:2, dank Alioski Sadiku. Ein Sturmduo, das sich definitiv gefunden hat. Es hat glatt auf einmal funktioniert. Wir reden die gleiche Sprache und ja, es, man sieht es, glaube ich. Was passiert vorne, ich glaube, die Kommunikation zwischen uns funktioniert super und das müssen wir einfach genießen. Genießen dürfen die Tessiner weiterhin ihren Höhenflug. Der Sieg in Bern ist der 4. in Folge.